Vielen Dank, Frau Ministerin. Für die FDP-Fraktion hat nun Herr Dr. Birkner das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Salafismus ist eine totalitäre Ideologie, die sich eben gegen zentrale Grundwerte unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung richtet. Gegen die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit, die Pluralität, den Gleichheitsgrundsatz, die Trennung von Staat und Religion, um nur einige zu nennen. Und es ist eine Ideologie, die eben auch zur Durchsetzung ihrer Ziele Gewalt und Unterdrückung als legitimes Mittel ansieht. Meine Damen und Herren, Salafismus ist eine radikale und missbräuchliche Interpretation des Islam. Und wir dürfen eben, wie das hier auch schon von den Vorrednern deutlich gemacht wurde, eben nicht zulassen, dass hier ein Bild des Islam geprägt wird, das eben im Gegensatz zu einer toleranten und die Religionsfreiheit wahrenden Gesellschaft steht. Die Gefahren, die vom Salafismus ausgehen, sind für Deutschland und auch in Niedersachsen, sind unterschiedlich und vielfältig. Wir haben Berichte über indirekte und direkte Einschüchterungsversuche. Scharia-Police ist ein Stichwort, aber es gibt auch Berichte aus Freizeitheimen, aus Schulen und anderen Einrichtungen. Wir haben aggressive Missionierungsversuche. Es gibt Gewaltandrohungen und auch entsprechend Gewaltanwendungen. Und es gibt natürlich die Gefahr terroristischer Anschläge, auch und insbesondere durch die sogenannten Rückkehrer. Und dass das keine abstrakte Gefahr ist, zeigen eben die sogenannte Sauerlandgruppe und auch der glücklicherweise nicht realisierte Anschlagsversuch auf dem Bonner Hauptbahnhof. Meine Damen und Herren, in der Antwort auf die große Anfrage der CDU-Fraktion findet sich dazu natürlich auch ein und sehr deutliche Formulierung, was die Einschätzung der Gefahr angeht. Ich zitiere die Antwort zu Frage 24. Mit Anschlägen durch gewaltbereite Salafisten, die dschihadistischen Organisationen angehören, durch autark operierende Kleinstgruppen oder durch radikalisierte Einzeltäter, muss weiterhin jederzeit gerechnet werden. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, daraus wird doch deutlich, wie groß die Gefahr ist und dass es die Aufgabe ist, insbesondere natürlich der Landesregierung, auf diese Gefahren und Entwicklungen auch adäquat zu reagieren. Und zwar entsprechend des jeweiligen Gefährdungsgrades, der Gefährdungsstufe, entsprechend der Vielfalt der Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen der salafistischen Aktion. Und dabei ist auch zunächst, ich denke, das ist auch wichtig für die politische Diskussion, deutlich zu machen, dass es sich beim Salafismus in Deutschland um eine heimische Form, eine deutsche Form des Extremismus handelt. Die Anhänger sprechen meist und bevorzugt Deutsch. Sie sind oftmals in Deutschland geboren und oder eingebürgerte deutsche Staatsbürger. Und auch in der Zahl von 10-20% der Konvertiten findet sich dieser Aspekt wieder. Es muss zentrale Aufgabe sein, diese Gefährdung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung gemeinsam, so wie wir uns da auch in anderen Bereichen der extremistischen Bedrohungen einig sind, abzuwenden. Was sind die Mittel, die dafür in Frage kommen? Das sind natürlich die klassischen Mittel der Prävention und der Repression. Wir brauchen eine umfassende Prävention und damit denke ich, ist es wichtig, dass man aufbauend auf dem Befund, dass es sich häufig um orientierungslose, um sinnsuchende junge Menschen handelt, dass hier eine intensivierte Jugendarbeit notwendig ist, die sich um die für Extremismus anfälligen jungen Menschen eben qualifiziert kümmert, ihnen vermittelt, dass sie anerkannt und respektiert werden und ihnen als Muslime die Sicherheit selbstverständlicher Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft vermittelt. Dabei sind natürlich alle Träger der Jugendarbeit wie bisher gefordert, aber sicher und auch insbesondere auch die Moscheegemeinden. Es geht aber auch um die Sensibilisierung und Kompetenzvermittlung für Schulen und Jugendarbeiter, wie sie denn damit umgehen, wenn sie mit solchen Phänomenen und Auftritten von Missionierungsversuchen, von Einschüchterungsversuchen konfrontiert werden. Und es geht darum, auch in den Gefängnissen, den staatlichen Einrichtungen vorzubeugen. Und wir haben hierzu eine Anfrage gestellt, deren Antwort wir noch erwarten. Aber Frau Ministerin, Sie haben das ausgeführt. Was inakzeptabel ist und was eben auch dazu gehört, ist eine entsprechende Beratungsstelle. Und es ist für mich immer noch unerklärlich, dass im Dezember letzten Jahres das Kabinett Ihnen einen Auftrag gibt. Und ich sage mal, wenn ein Ministerium sich einen Kabinettsauftrag abholt, dann hat das Ministerium normalerweise schon eine Idee, wie es eigentlich damit umgeht und wie es das umsetzt. Stattdessen ist das Ganze offensichtlich liegen geblieben. Und das halte ich vor dem Hintergrund der Gefährdung, die ja der Innenminister in der Antwort beschrieben hat, für unverantwortlich. Und da hilft es Ihnen auch nicht, wie Sie das hier wieder versucht haben,
auf vermeintliche Versäumnisse der Vorgängerregierung hinzuweisen. Denn Sie dürfen nicht vergessen, Sie sind seit anderthalb Jahren in Amt und Verantwortung. Es ist Ihre originäre Verantwortung und deshalb sind das alles Scheingefechte und Ablenkungsmanöver, die nicht zielführend sind. Und Sie können bis heute nicht sagen, wie diese Eckpunkte tatsächlich aussehen sollen. Sie haben heute ein bisschen was angedeutet. Das Einzige, was Sie bisher gesagt haben, ist, dass Sie sich im Juni und im Juli mit den Verbänden getroffen haben, um was zu besprechen, aber inhaltliche Punkte sind nicht deutlich geworden. Hier versagt die Landesregierung offensichtlich auf ganzer Linie. Meine Damen und Herren, wir müssen neben diesen präventiven Aspekten natürlich die repressiven auch in den Blick nehmen. Es bedarf einer konsequenten Nutzung des Strafrechts, aller rechtlicher Instrumentarien, des Polizeirechts, des Passrechts, des Ausländerrechts, des Vereinsrechts. Es bedarf eines konzertierten Vorgehens der Sicherheitsbehörden, Staatsanwaltschaften, Polizei und so weiter. Und es muss natürlich auch, und das auch aus aktuellen Anlass, sichergestellt werden, dass die Sicherheitsbehörden die entsprechenden technischen und personellen Voraussetzungen dafür haben, diesen Gefährdungslagen tatsächlich nachzukommen. Und lassen Sie mich abschließend sagen, meine Damen und Herren, dazu haben Sie, Herr Innenminister, und auch Frau Ministerin, Sie nichts gesagt. Es bleibt ja noch viel zu tun. Sie haben das ja selbst in Ihrer Antwort dargelegt. Sie haben keine Erkenntnisse über die Finanzierungsstrukturen in Deutschland. Die Erfassung, Kriminalität und Salafismus, der Zusammenhang, ist Ihnen unbekannt. Die soziale Hintergrund der Radikalisierung, sagen Sie selbst, wissen wir nicht, müssen wir noch forschen. Konkrete Radikalisierungsvorgänge, Radikalisierungsprozess ist Ihnen im Detail nicht bekannt. Und da frage ich mich, meine Damen und Herren, wenn Sie diese Erkenntnisdefizite haben, was haben Sie eigentlich die letzten anderthalb Jahre getan, um die abzubauen? Meine Damen und Herren, hier ist keine Zeit zu vergeben. Handeln Sie, kommen Sie Ihrer Verantwortung nach.